Hallo, liebe Star Trek-Fans, hier ist euer Forrest80 mit einem neuen Star Trek Starship Collection Video aus der Reihe Discovery. Und wir haben hier schon die Ausgabe 5, nämlich die USS Europa NCC 1648. Und das Schiff möchte ich jetzt gerne mal zeigen, aber bevor wir hier angucken, bekam ich auch meine zweiten Abo-Geschenke dazu. Und einmal hier nämlich in einer Posterrolle. Es sind jetzt 2 Poster mit dabei gewesen, mit der Übersicht aller kompletten Schiffe. Und wir haben hier einmal das Poster mit den ganzen Föderationsschiffen von Star Trek Discovery, mit der Größe, wie groß die Schiffe sind. Und da kommen auf jeden Fall einige Schiffe auf uns zu, wenn die wirklich alle veröffentlicht werden sollten bei der Starship Collection. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Das war das erste Poster. Und dann haben wir ein zweites Poster eben mit den Klingonenschiffen. Und das schaut mal ein bisschen imposanter aus, denn hier haben wir auch dieses Sarkophagschiff dabei und halt auch viele weitere Kriegsschiffe der Klingonen. Ob jetzt auch hier alle Schiffe auch in dieser Collection auch rauskommen, ist eben noch ein bisschen fraglich. Denn ich glaube, das Sarkophagschiff ist, glaube ich, noch nicht so ganz wirklich geplant. Leider, denn das Schiff schaut wirklich sehr cool aus. Und ich schaue auch total mal die Star Trek Discovery Reihe immer wieder an. Zumindest die erste Staffel. Und muss gestehen, jetzt beim dritten Mal gucken, aber komplett direkt nach und nach, finde ich die Serie wirklich extrem gut, macht extrem viel Spaß. Kann auch nochmal aufhören, weiter zu gucken. Okay, man kennt natürlich die Serie, also ich kenne die Serie schon auswendig jetzt. Aber trotzdem, mir macht die Serie weiterhin Spaß. Freue mich jetzt schon auf die zweite Staffel. Und wo im November kommt wohl Star Trek Discovery aber auch endlich auf Blu-ray raus. Auch in einem schicken Steelbook. Gibt es auch schon bei Zabe zu bestellen, aber in Deutschland soll es auch kommen. Auf jeden Fall werde ich mir auf jeden Fall auch sichern, definitiv. Und jetzt kommen wir mal zu dem Schiff. Die USS Europa sieht man eigentlich nur in der zweiten Folge, wo eben dann der Admiral angereist kommt bei dem Doppelstern und das Schiff auch dann zerstört wird. Okay, ich habe jetzt ein bisschen gespoilert, sorry. Verpackung schaut aus wie eh und je. Wird das sehr cool gemacht, auch wieder schön designt. Das Schiff haben wir auch schon mal angeguckt, schaut richtig cool aus. Und wenn wir jetzt hier die Klappe aufmachen, haben wir hier wieder eben das kleine Magazin, was natürlich wesentlich kleiner ist als die normalen Ausgaben. Und das Ganze schaut hier so aus. Wir haben auch hier nur eine englische Sprachausgabe dabei. Sehr, sehr schade. Würde mich auch gerne freuen, das alles mal auf Deutsch durchzulesen, weil ihr wisst ja, mein Englisch ist ja very bad. Ich würde mal sagen, wir gucken uns das Magazin an und dann gehen wir direkt mal über zu dem Raumschiff. Und bis gleich hinter der Kamera. Ja, kommen wir zur 5. Ausgabe der Star Trek Discovery Starships und hier oben die Nummer 5, die USS Europa. Hier eben der Typ ist die Nimitz-Klasse und aus dem 23. Jahrhundert stammt dieses Schiff. Und hier hat er die Inhaltsangabe von dem Magazin plus halt die Spezifikationen zu dem Schiff. Und dann blenden wir einfach mal durch. Wie gesagt, man sieht es hier wirklich ganz selten und nur einmal ganz kurz, wie das Schiff gerammt wird von einem anderen Schiff. So schaut das ganze Schiff aus. Und dann haben wir auch schon mal die nächste Ausgabe hier coming. In Ausgabe 6 haben hier den vulkanischen Cruiser, der dann eben dann im späteren Verlauf der Serie zu sehen ist. Und das war ja auch schon das Magazin. Nicht sehr viel Inhalt, aber trotzdem ist natürlich wieder das Magazin. Und jetzt tun wir mal das einfach auf Seite schieben. Und hier haben wir dann schon die Verpackung von dem Schiff. Und hier haben wir auch dann schon die USS Europa zu sehen. Ist auch wirklich etwas schwerer hier. Dann haben wir auch dann den Ständer dazu. Und hier eben dann noch dann die Base. Die machen wir mal auf. Und dann tun wir das Verpacken auf Seite stellen. Bauen mal kurz die Base zusammen. Und dann gucken wir uns auch gleich mal das Schiff an. Und natürlich auch sehr schön designt, wie natürlich auch die anderen Schiffe von Star Trek Discovery. Alle auch sehr groß. Ist circa knapp 20 bis 22 cm groß. Und hier jetzt mal von der Seitenansicht, hier auch die Verzierung. Eben auch mit den Decals von der Föderation sieht man hier ganz gut. Dann die Ausschrift NCC 1648. Hier dann jetzt die Warp-Gondel von der einen Seite. Natürlich sieht man hier auch dann die Klebefläche,
wie das Schiff zusammengebaut ist. Hier außen eigentlich alles eher Plastik gehalten, die Schwabgondeln. Ja, die Untertassensektion müsste eigentlich, denke ich, schon eher Hartguss sein. So schaut es aus, die USS Europa. Auch hier wird die Rettungskapseln, hier sieht man auch, wieder etwas erhaben. Aber ansonsten ist eigentlich das Schiff recht flach, oder zumindest recht detailnah an dem Schiff, denke ich jetzt mal. Hier vorne auch nochmal, auch aus Plastik, auch das kann natürlich leicht abbrechen. Hier eben dann die Warp-Gondeln, hat ein bisschen eine Ähnlichkeit mit der USS Reliant, wie ich finde. Bis auf hier oben. Auch hier die andere Seite noch einmal. Auch hier an der Seite sieht man auch die Fenster. Also ich finde sie schon richtig cool gemacht. Und hier nochmal die Unterseite, auch hier nochmal, auch hier sind die Beleuchtung etwas erhaben. Zwar nicht sehr steig, aber ein bisschen erhaben. Aber hier sieht man ein paar Klebereste, das ist natürlich jetzt nicht so schön, wie ihr hier seht. Auf der anderen Seite ist es nicht so, aber hier sieht man auf jeden Fall auch die schlechte die Schnittfläche noch. Also das hätte man ein bisschen vielleicht besser machen können. Und ja, hier nochmal von hinten, schaut so aus. So rum. Und ja, finde ich das Schiff ganz cool. Hier nochmal die Shuttle-Rampe noch, auch noch gut zu sehen. Also bin auf jeden Fall froh, auch dieses Schiff in meiner Sammlung zu haben. Und ja, das war es erstmal. Und wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm. Ja, liebe Star Trek-Fans, das war die USS Europa aus der Star Trek Discovery Starship Collection. Bin auf jeden Fall froh, auch die wieder zu haben. Und jetzt kommt ja bald der Vulcan Rider. Und auch darauf bin ich schon sehr gespannt. Ja, wie findet ihr dieses Schiff? Schreibt mal ein paar Kommentare da. Und dann sieht man sich bei der nächsten Star Trek-Ausgabe oder bei einem anderen Video von meinem Kanal. Bis dann, tschüss mit Ö und Beep!